Strecken kontrolliert hat und die auch zu einigen Chancen gekommen ist. Natürlich unterlief der eine oder andere Fehler, der auch dem Gegner Gelegenheiten ermöglichte, aber die Österreicher haben sich bisher hier wirklich beachtlich geschlagen in dieser zunächst aufgeheizten, jetzt aber im Augenblick sehr friedlichen Atmosphäre hier im Ramat Gan Stadion in Ramat Gan, das an Tel Aviv grenzt und eine eigene Stadt ist. Und ich gebe zunächst einmal zurück nach Wien zu Michael Knöppel und Herbert Prohaska. Hier eingeblendet 0:0, also das Halbzeitergebnis. Die israelische Mannschaft ist schon auf dem Platz. Die Österreicher kommen jetzt hier ins Ramat Gan Stadion auf das Spielfeld wieder hinaus. Wir werden gleich kontrollieren, ob es Änderungen gibt. Anlass hätte es bei den Österreichern keinen gegeben und die Israelis spielen auch nur mit jener Änderung, die schon in der ersten Halbzeit vollzogen wurde, nämlich Vital statt Banin weiter. Herbert Prohaska hat es schon angekündigt, er erwartet jetzt den Sturmlauf der Israelis und wir erwarten uns, dass die Österreicher wieder so gut stehen wie zu Beginn der Begegnung, dem Gegner nicht so viel Spielraum einräumen wie am Ende der ersten Hälfte. Da haben sie sich vielleicht sogar schon ein bisschen zu sicher gefühlt und da sind einige Schnitzer passiert und den Verteidigern unterlaufen. Es macht so den Eindruck, als hätten die Israelis jetzt ein wenig die Formationen umgestellt, nämlich die Viererkette mehr oder weniger aufgelöst und dafür noch einen Mann ins Mittelfeld gezogen, denn im Mittelfeld, da hatten die Österreicher ein Übergewicht. Ivo Vastic ist jetzt auch da und daher geht es jetzt richtig los. Strafner, Hieden, hat bisher sehr kaltschnäuzig gespielt bei seiner Aufgabe gegen Berkovic. Bendayan, Berkovic, Aboukassis, Revivo, kein Foul. Herzog. So, jetzt haben wir die Möglichkeit für Haas. Schopp. Haas. Guter Pass auf Haas. Was wollte der jetzt mit diesem Ball machen? Wollte er schießen oder wollte er Herzog einsetzen? Auf jeden Fall Einwurf für die Israelis. Gut gespielt, aber der Abschluss war eigentlich jämmerlich. Guter Einsatz von Strafner und Vastic. Schopp. War ein bisschen ein Verlegenheitsschuss von Markus Schopp. Nicht mehr gesehen, was er mit dem Ball machen soll. Ärgert sich da jetzt ein bisschen, weil ihm irgendeiner etwas gesagt hat. Wieder gut aufgepasst von Hieden.
Die Österreicher ziehen sich jetzt mehr zurück als in der ersten Hälfte. Das könnte gefährlich werden. Vukovic. Das sind genau jene Situationen am 16er, die immer wieder Gefahr erzeugen. Lukasis. Wohlfahrt. So weit hinten zu stehen ist gefährlich und das sieht man auch in dieser Szene wieder. Ball schon über der Torwartlinie, daher Abschluss. Größte Möglichkeit bisher für die Israeli. Angeschlagen ist Revivo. Hier noch einmal diese Gelegenheit. Avukasis durch die Beine von Vukovic und Bendayan, der etwas überraschend in die Mannschaft gekommen ist, der 22-Jährige, lässt diese Chance auf. Größte Möglichkeit für Israel bisher. Wir haben es hier noch einmal eingeblendet gehabt, aber weiterhin 0:0. Israel ist im Augenblick mit einem Mann weniger. Revivo wird noch immer hinter dem Tor der Österreicher behandelt. Berkovic wieder einmal gegen Hieden. Bastic. Aber das geordnete Spiel der Österreicher aus den ersten 30, 35 Minuten, das ist verloren gegangen. Bastic. Vukovic. Israelis attackieren jetzt auch früher, setzen die Österreicher so mehr unter Druck. Herzog. Noch einmal abgedreht, um den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Hieden. Revivo angeschlagen. Versucht jetzt noch einmal hier dieser Zweikampf mit Vukovic. Da hat sich Hieden jetzt ein bisschen verschätzt. Bringt den Israelis wieder einen Freistoß ein. Keim Revivo aus dem Spiel. Und für ihn ist gekommen Bader. Ein Katan ist es. Katan mit der Nummer 12 ist gekommen für den angeschlagenen Revivo.
hängen geblieben ist. Nimni, Schopp. Winkelhofer kommt einmal mit. Gelegenheit für eine ordentliche Flanke. Die kommt auch. Und Haas. Gut gespielt, der Konter der Österreicher über Winkelhofer und Haas. Aber leider wieder deutlich daneben. Nimni. Foul von Vastic entscheidet der portugiesische Schiedsrichter. Nimni hat es darauf angelegt. Vitor Melo Pereira. Foul von Vastic entscheidet der portugiesische Schiedsrichter. Haas, Vastic hat da eingehängt, war sicherlich keine Absicht dabei. Hier noch einmal Nimni. Gegen die Laufrichtung von Vastic gelaufen. Und da helfen keine Proteste der Österreicher. War sicherlich eine sehr, sehr harte Entscheidung des portugiesischen Schiedsrichters. Eine sehr, sehr harte Entscheidung, denn es war sicher keine Absicht bei diesem Vergehen von Vastic. Er ist nur in eine andere Richtung gelaufen als sein Gegner. Und Nimni hat es ein bisschen drauf angelegt, glaube ich, sich einzuhängen und zu fallen und den Elfmeter herauszuholen. Berkovic wollte den Elfmeter schießen, jetzt aber wird ihn der Routinier Gershon in Angriff nehmen. Gershon. Und von der Innenstange springt der Ball ins Netz. Wohlfahrt im richtigen Eck, aber es steht 1:0 für Israel. Und jetzt die entsprechende Begeisterung, natürlich auch auf den Rängen. Wohlfahrt im richtigen Eck, aber der Ball ist in der Mitte, da habe ich mich jetzt täuschen lassen, da habe ich die Stange dabei gesehen, war es nicht, der Ball mitten im Tor. Null für Israel, hat von hier oben ein bisschen anders ausgeschaut. Foul von Nimni an Vastic. Und jetzt gibt es noch eine gelbe Karte für die Österreicher, zunächst für Straffner und für Vastic. Gershon erzielt also das 1:0 in der 56. Minute für Israel. Diskussionen noch zwischen Melo Pereira und Herzog. Wie auch immer. Jetzt müssen die Österreicher nach vorne spielen, jetzt müssen sie versuchen, dieses 0:1 auszugleichen, sonst sind sie aus der WM-Qualifikation ausgeschieden. Vastic wurde im Verlauf des Spiels immer stärker. Jetzt ist es natürlich hier mit der Ruhe im Ramat Gan Stadion vorüber. Es war eine harte Entscheidung. Natürlich hat er ihn berührt. Natürlich ist Nimni gefallen. Aber in so einem Spiel solch einen Elfmeter zu geben, ist sicherlich nicht einfach. Der erfahrene Portugiese hat dies getan.
Und die Österreicher müssen jetzt versuchen, diesen Rückstand aufzuholen. Bastic. War kein schlechter Versuch und bringt immerhin noch einen Eckball ein. Das sieht auch Otto Baric. Naja, der Ball eindeutig von Bendayan noch abgelenkt. So, mittlerweile fliegen da wieder einige Gegenstände Richtung Herzog. Der lässt sich aber nicht irritieren. Und er zwingt den nächsten Eckball. Eine Viertelstunde gleich vorbei. Schopp ist da gestoßen worden. Vukovic hat auch gestoßen. Jetzt steigen auch die Emotionen bei den Österreichern hoch. Und jetzt kommt anstelle von Schopp, kommt jetzt Wimmer. Nein, kommt Lexer. Lexer kommt anstelle von Schopp. Der Neuling, der bei Unterhaching spielt in der zweiten deutschen Liga. Otto Baric versucht also noch einmal die Offensivkraft der Österreicher zu erhöhen. Ein Tor muss her, sonst ist die Qualifikation vorbei. Und da ist jetzt der neue Stefan Lexer, erstmals in der Nationalmannschaft, hat im Training aber beeindruckt. Kitzbichler! Auch das eine durchaus ansehnliche Aktion mit der Flanke von Lexer und dem Schuss von Richard Kitzbichler. Der nächste Eckball, wieder Herzog. Jetzt wird es gefährlich. Kartan und Kitzbichler, gerade hat er noch geschossen, jetzt hilft er aus. Also die Laufbereitschaft, der Einsatz, der war bei der Nationalmannschaft ganz sicherlich da. Auch in dieser Besetzung hat sie bei diesen Faktoren bisher absolut überzeugt. Wenn Sie das im Hintergrund hören, das sind jetzt Schmährufe gegen Otto Baric. Der kann aber gar nichts dafür jetzt, verhält sich völlig ruhig. Seine Mannschaft liegt 0:1 hinten, auch nach diesem Schuss von Perkovic. Haas kommt auch immer weniger ins Spiel. Jetzt vielleicht einmal die Möglichkeit zum langen Pass auf ihn, aber das hat Gersch schon sehr geschickt gemacht, hat Haas ins Abseits laufen lassen, einen Schritt nach vorne gemacht und
Freistoß für die Israel. Vukovic, Herzog. Lexer, wieder gute Flanke, Haas. Und Awad war das, der Torhüter, der sich bis auf eine Situation ganz sicher gezeigt hat vor Bastic. Nimni gegen Straffner. Hier noch einmal diese Möglichkeit, der Kopfball von Haas und Bastic nicht mehr an den Ball gekommen, weil Awad schneller reagiert. Aboukassis. Herzog. Kein Foul. Entscheidet jetzt der Schiedsrichter Lexer. Mit ihm ist noch einmal frischer Wind gekommen. Kitzbichler, Kitzbichler, einen Schritt zu langsam. Jetzt spielen die Österreicher wieder stärker. Vor allem durch Lexer ist viel frischer Schwung ins Spiel gekommen. Reißt immer wieder über die rechte Flanke der Abwehr der Israelis auf. Aber leider bisher noch ohne den nötigen Erfolg. Prilasnik. Kitzbichler. Foul an dem kleinen Salzburger. Herzog, gut gemacht, jetzt müsste er mal schießen. Hat schon dreimal in dieser Weltmeisterschaftsqualifikationsrunde für Österreich getroffen. Jetzt wäre ein Treffer besonders gefragt. Die Ehrenloge mit der österreichischen Vizekanzlerin Susanne Ries-Passer. Lexer wieder, aber vorher schon gepfiffen. Ein Foul an Taib. Gut aufgepasst von Prilasnik. Hat sich hinter ihm Nimni angeschlichen. Aber den Österreichern beginnt die Zeit davon zu laufen. Auch ihm Otto Paric. Und er holt einen zweiten Stürmer, glaube ich. Nämlich Roman Wallner. Wohlfahrt. Da ist er, Roman Wallner. Er muss riskieren, Otto Paric. 0:1 hilft uns nichts. Haas. Bastic, beim Blick auf die Tabelle müssten die Österreicher allerdings besonders ärgerlich werden, denn ja, 5 Tore mehr gegen Liechtenstein in 2 Spielen und das wäre ja sicherlich nicht unmöglich gewesen, hätten hier schon eine Niederlage gegen Israel ermöglicht und trotzdem wäre Österreich abgestiegen.
und zwar eine Niederlage mit einem Tor. Also beim derzeitigen Stand wären die Österreicher aufgestiegen. Ja. Straffner geht und für ihn kommt jetzt Roman Weiner. Also Otto Paric schaltet um, schaltet auf Offensive. Was bleibt ihm über? Er muss riskieren. 22 Minuten vor dem Schlusspfiff. Eine zweite Spitze, Roman Weiner. Herzog, einer, da ist er. Lexer, Weiner, Herzog. Haas, der Ball ist noch da in der österreichischen Mannschaft. Vastic. Der Versuch war da. Haas, da zeigt er seine Schnelligkeit, gut gemacht. Und dann eine Flanke, die niemand erreichen kann. Vielleicht noch Wallner, ja. Und da zeigt er seine spielerische Klasse. Roman Wallner mit der Ruhe eines Routiniers, aber dann doch zu wenig rausgekommen. Lexer, gut gemacht. Ein Tor und die Welt schaut wieder anders aus. Hier der SPÖ-Vorsitzende Düsenbauer, dieses Spiel auch hier im Ramat Gan-Stadion ansieht. Auch bis jetzt hat alles Daumendrücken und eine sehr ordentliche Leistung der Österreicher nichts genützt. Israel führt 1:0 und wäre damit in den Qualifikationsspielen gegen die Türkei. Weiner, gut gemacht von Haas und die Nervosität bei den Israelis wächst. Das haben wir in dieser Aktion gesehen von Abu Kazis, der sonst so sicher am Ball ist. Versucht den Ball wegzudreschen und trifft ihn fast ins eigene Tor. Herzog. Hitzbichler. Herzog. Sieger gegen Prilasnik. Ja, jetzt ergibt sich natürlich zwangsläufig mehr Platz für die Israelis. Die Österreicher haben auch nicht mehr die Kondition und Kraft, wirklich zurückzulaufen. Winkelhofer konnte hier noch klären, aber die Österreicher müssen jetzt alles versuchen, auf Offensive zu setzen. Lexer. Der nächste Eckball.